Und ja, diesen Troll sehe ich auch. Aber da ist er schon tot. So, für euer Komfort machen wir natürlich einmal Infravision rein, damit ihr besser sehen könnt, was zur Hölle hier eigentlich los ist. Die Leute, die wir ja beschattet haben, haben ja gemeint, was ist, wenn die Trolle es fressen? Ja, es ist eine Trollhöhle, das war ein kleiner Hinweis. Richtig schön viel Schaden könnten wir machen, indem wir unsere Waffen mit Feuer verzaubern. Aber das ist jetzt vorerst mal nicht geplant. Beziehungsweise ich habe nur einen Bogen, der Frostschaden macht. Und Frost macht keinen signifikant höheren Schaden als... Also mehr Schaden als Feuer macht es sowieso nicht. Hau ab! Au! Na, noch nicht tot! So, Troll. Du bleib da. Was? Nein! Komm schon! Nimm das! So. Gib die Pfeile wieder zurück. Oh, fuck, Mann! Scheiße! Ey! Jesus! Oh mein Gott, du Dreckstroll, ey! Ah, Leute. Also ohne Witz hier. Ey, Leute, und ich will für euch vier zocken. Ey, Oblivion, leck mich am Arsch. Tut mir leid, dass ich jetzt so rumschimpfe, aber... Oh Gott, ey. Ah, und ich sehe jetzt gerade während der Aufnahme, dass ich meine Stimme schon wieder viel zu laut aufnehme. Oh mein Gott, was für ein Dreck, ey. Woher wusste der, dass ich da bin? Was soll das denn? Der ist von hinten gekommen. Ist der irgendwie außen rumgerannt, weil ich da unten in dem Raum die Viecher angeschossen habe? Jesus, holy sweet bejesus, oh mein Gott. Hatte ich gerade einen Adrenalin-Rush? Das ist ja nicht mehr normal. Ah. Ich glaube, wenn ich mir das so näher überlege, dann sollte ich vielleicht doch den... Nein, hier ist kein... Oder? Moment. Nein, hier ist kein anderer Zugang zu der Höhle. Woher wusste er, dass ich einen seiner Kumpels hier anschieße? Gott, diese KI bei Oblivion ist mir echt ein Rätsel. So, hier noch ein paar Knochen, so Reste fressen der Orks. Gott, ey, hat dieser Kerl mich gerade eben komplett aus meiner ruhigen Balance rausgeworfen. Oh Gott. Und ich muss echt mal Alchemie weiter skillen. Damit wir uns ein paar bessere Heiltränke brauen können. So, jetzt schleichen wir uns aber wieder eher voran. Ich will mal etwas auf Nummer sicher gehen. Das war mir gerade eben... Ich habe nicht nur in-game mit der Maus gewackelt, ich bin richtig vor dem PC gerade eben aufgesprungen, weil dieser Scheiß-Troll mich voll aus dem Hinterhalt weggeboxt hat. Das ist... Oh, haben wir hier vielleicht noch eine Kiste? Nein, okay. Meine Güte, also ey, oh Gott. Aber bei Oblivion, man merkt auch so selten, man merkt nur, dass irgendein Monster hinter einem her ist, an der Musik, ja? Nimm das, Ratte! Man merkt echt nur an der Musik, dass irgendein Monster hinter einem her ist. Also ich meine jetzt wortwörtlich, dass irgendein Monster hinter einem her ist. Moment, das Auge holen wir uns gleich. Erstmal räumen wir noch die Höhle zu Ende auf. Weil... Da haben wir noch einen... Hoppala. Einen Wolf. Aber für den stinknormalen Wolf will ich auch nur einen stinknormalen Bogen verwenden. Beziehungsweise war das bestimmt so ein Timberwolf. Hallo? Hallo? Hm, vielleicht ist der Troll ja von hier aus angelaufen gekommen.
Weil mir diese Höhle hier extrem leer erscheint, dafür, dass sie so riesig ist. Ja, ich glaube, also, ich verstehe die KI nicht. Wahrscheinlich hat die KI irgendwie registriert, dass ich den Troll angegriffen habe. Und hier ist ja wieder hier so eine Lagerstätte mit Knochen und den Steinen außenrum. So wie es halt aussieht, wenn ein Troll hier haust. Und ja, wahrscheinlich hat die KI bemerkt, oh, ein Troll wird angegriffen. Alle Trolle im gleichen Gebiet, die Höhle ist ja noch das gleiche Gebiet, alle Trolle im gleichen Gebiet müssen jetzt dem Freundestroll zur Hilfe eilen. Oh, da sehe ich aber was. Kacke, da leuchtet irgendwas und wir können unter Wasser nicht unseren Bogen benutzen, also nehmen wir den Leidensdorn. Und wir casten die bessere Sicht neu und wir casten Wasseratmung. Ja, eigentlich würde ich jetzt noch Schutz casten, aber das lassen wir erstmal. What the fuck? Ach, das ist gar kein Monster. Das ist ein das ist das Auge, was wir finden sollen. Ah, ich habe es gefunden. Wir sollen es zurückbringen. Okay, weil es hat so komisch geleuchtet. Das sah so ein bisschen aus wie ein Geist. Und noch ein bisschen Gold und ein Topas. Das ist nie verkehrt. Edelsteine nehme ich immer gern. So, dann wer weiß, wie diese Höhle hier geskriptet ist. Man kann nie wissen, ob nicht hinter einem irgendwas gespawnt ist. Auch wenn ich... Oh, hier ist ja noch ein Weg. Auch wenn ich sagen muss, dass Oblivion eher weniger das Spiel ist, das hinter einem... Moment. Das hinter einem Monster spawnen lässt. Fisch, Fischi, 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 Fischi. Kann ich eigentlich auch unter Wasser schleichen? Nein, okay, das geht nicht. Na. Komm her. So, sehr schön. Ich denke, der komplette Raum wird unter Wasser sein, ja. So, was hat die Truhe für uns? Nochmal ein bisschen Gold. Das kann nie verkehrt sein. Ich freue mich immer über ein bisschen Gold. Aber ansonsten ist dieser Place ganz schön verlassen. So, dann casten wir noch... Ja, okay, die Wasseratmung war etwas unnötig. What the fuck? Oh mein Gott, ey. Diese Höhle treibt mich in den Wahnsinn. Ich glaube, ich bin heute ein bisschen paranoid. Die Steine an der Wand gerade eben haben mich auch schon wieder an ein Monster erinnert. Meine Güte. Das ist echt nicht mehr schön, was hier heute mit mir abgeht. So. Mein Pferd metzelt sich hier wieder durch eine Schlammkrabbe. Sehr gut gemacht, Krümel. Sehr gut. Gute Leistung. So, liebe Leute. Und jetzt haben wir das Auge eingesammelt. Also, wie ihr seht, eigentlich eine ziemlich einfache Quest. Wenn ihr... Jetzt wieder zurück zum Schreinreisen einfach. Wenn ihr Magier oder Bogenschütze seid, passt verdammt nochmal auf. Ihr habt gesehen, wie derbe mir der eine Troll auf die Mütze gegeben hat. Der hat nur um die 3 oder 4 Hits bei mir gelandet, vielleicht auch 5, ich will mich jetzt nicht drauf festlegen. Und hat mir so übel eingeschenkt. Ich war ja nur noch circa bei einem Viertel von meinem Leben. So, liebe Nocturnal, hier hast du dein Auge. Ich habe mein Auge zurück und kann nun wieder in die Dunkelheit eurer Welt blicken. Wir verhöhnen die Diebe, denn sie haben einen bitteren Verlust erlitten. Ihr Sterblicher, nehmt dies. Es wird euch die Geheimnisse dunkler Orte offenbaren. Yes! Nocturnal beendet. Nocturnal war zufrieden, dass ich das Auge von Nocturnal zurückbrachte und ich wurde mit dem Skelettschlüssel belohnt. Ich habe ein daedrisches Artefakt für Martin, das er benötigt, bla bla bla. So, wir haben zwar das ein Artefakt, was wir theoretisch schon für die Hauptstory zurückgeben könnten, was wir aber natürlich nicht machen, weil dieses Ding extrem praktisch ist. Sicherheit, wir kriegen 30 Punkte, soweit ich noch weiß. Moment, ich will euch hier nichts Falsches erzählen. Ich achte immer auf meine Korrektheit. Moment, Sicherheit. Oh, Skelettschlüssel gibt sogar 40 Punkte. Das heißt, wir haben eigentlich 43 Punkte und jetzt mit dem Ding haben wir 83 Punkte. Und wichtig zu wissen ist... Ein ganz, ganz großer Unterschied, das ist nicht wie ein normaler Buff. Das ist nämlich eine Eigenschaft. Das heißt, wäre das nur eine normale Skillsteigerung, dann würde der Skill mir grün angezeigt werden. Aber in diesem Fall wird er mir blau angezeigt. Das heißt, das ist jetzt nicht ein gebuffter Skill, sondern das ist unser eigentlicher Skill, den wir jetzt haben.
So, dann für die Leute von euch, die es interessiert, wie dieses Dingens aussieht. Jupsi, da unten bei den Werkzeugen, also unter verschiedenes, Skelettschlüssel. So, ich würde euch jetzt gerne auch ein Schloss zeigen, aber das werden wir dann im Laufe des Abenteuers noch oft genug zu sehen bekommen. Denn jede Kiste hat ja auch so eine Option, automatisch öffnen heißt die. Und das werde ich dann auch öfters mal benutzen. Eigentlich werde ich das aber jetzt nur noch benutzen. Denn normalerweise, wenn man automatisch öffnen drückt, dann werden mit jedem Klick ein Dietrich wird verbraucht. Und dann dauert es normalerweise so, keine Ahnung, bei schweren Schlössern und bei meinem derzeitigen Skill muss ich vielleicht 7-8 mal klicken, bis es endlich funktioniert. Und in dem Fall werde ich jetzt nur noch einmal klicken müssen, beziehungsweise kann mich einfach durchklicken. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das funktioniert. Aber wir werden ab jetzt keine Dietriche mehr brauchen. So. Das war Nocturnal, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video, wo ich mit dem nächsten Daedra-Schrein weitermache. Ich weiß noch nicht genau, was für einer das sein wird, aber wir sehen uns. Bis dann!